Hallo ihr Lieben, ich merke gleich schon mal an, ich bin nicht fit, ich bin erkältet. Ich werde bestimmt auch immer wieder mal reinhusten. Ich versuche einfach nicht wirklich zu reden, damit das nicht so anstrengend für euch ist. Und dadurch, ich hatte mir damals, ist schon eine Weile her, so ein Set bestellt gehabt mit einer Trockenblumenglocke. Und da ist alles drinne, was man braucht. Der Schaumstoff ist mit bei, die Glocke, diese Glasglocke, dann sind Blumen dabei. Und Trockenblumen haben ja sowas Schönes, Angenehmes, was ich immer sehr, sehr gut finde. Ich versuche jetzt einfach so wenig wie möglich zu reden, damit ich euch nicht zu sehr irgendwie zuhuste. Ich habe mir die Sachen erstmal sortiert, wie beim ganz normalen Möbelstück. Wenn man was zusammenbaut, mache ich es natürlich ähnlich. Das heißt, es werden immer alle Sachen erstmal sortiert, um zu schauen, wie viel habe ich von allem erstmal da. Und den Schaumstoff letztendlich zurechtgeschnitten, damit er dort gut reinpasst. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr rausschneiden müssen, aber dem war jetzt so. Und man lernt ja mit seinen Projekten. Und zusätzlich habe ich eigentlich nur eine Schere und Klebstoff gebraucht. Und dann ging es eigentlich auch schon los mit Zusammenstecken. Ich lasse euch einfach zugucken. Ich merke einfach, dass ich mindestens nach ein, zwei Sätzen immer anfange zu husten. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video trotzdem gefällt. Ich habe noch so ein bisschen mit mir geschwankt, ob ich jetzt ein Video mache oder nicht. Und habe mich jetzt aber dafür entschieden. Aber wie gesagt, ich merke es einfach, es ist nicht ganz so leicht. Und deswegen lasse ich euch einfach stumm durchlaufen und nicht wundern, dass ich keine Musik reinpacke. Ich hatte es jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich finde keine lizenzfreie Musik, mit der das Hochladen funktioniert. Da wird mir jedes Mal gesagt, das Ganze ist nicht monetarisierbar. Und dementsprechend ist das jetzt leider so. Und aber ja, ich hoffe, euch gefällt's und schreibt mir gerne einen Kommentar rein oder ein Däumchen nach oben oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal wieder fit bin und dass ich vielleicht irgendwie auch wieder zum Basteln komme, weil das habe ich jetzt natürlich auch nicht geschafft. Ich hätte sehr gerne jetzt nochmal gebastelt, aber leider hat das jetzt so nicht funktioniert. Und ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall bestimmt beim nächsten Mal. Ihr könnt zum Schluss das Ergebnis sehen. Wie gesagt, es tut mir unglaublich leid, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und so viel muss man da ja zum Glück nicht erzählen zu dem Video, weil einfach eigentlich alles zu sehen ist. Ich wünsche euch also einen wunderschönen Sonntag und ja, wie gesagt, ich hoffe auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.